Wir leben zurzeit in einer winzig kleinen Waldhütte, ohne Strom und fließend Wasser, dafür direkt am See in Smallland. Der Name Smallland bedeutet wörtlich übersetzt kleines Land. Manche Volkskundler vermuten, dass sich der Name aus der Tatsache herleitet, dass in der ganzen Umgegend hier das sogenannte kleine Volk besonders umtriebig und lebendig und für den Menschen wahrnehmbar sei. Wesen der niederen Mythologie, Naturgeister, die wir für gewöhnlich nur aus Märchen und Sagen kennen. In der skandinavischen Folklore wird das kleine Volk, auch Huldra-Volk genannt, in Anlehnung an die alte Waldhexe Huldra. Die alten heidnischen Germanen aber begingen jedes Jahr im Herbst, wenn der Wald sein goldenes Gewand anlegt und die Fliegenpilze sprießen, ein Ritual zu Ehren der Naturgeister mit Namen Alphablot, das heißt Opfer an die Elfen. Im 20. Jahrhundert schließlich hat der große smallländische Maler John Bauer die Wesen der niederen Mythologie, die Naturgeister, in seinen großartigen Gemälden verewigt und Trolle und Zwerge und Elfen und Kobolde gemalt. Naturgeister, die hier im Volksglauben in Smallland bis heute präsent sind.